Und weiter geht's mit der Folge Transportfieber. In dieser Folge versuchen wir, das Werk mit Kohle und Eisen zu liefern. Achso, es fehlt noch das letzte Eisenbergwerk, was wir anschließen müssen. Das wäre das hier unten oder dieses. Da wir hier mit dem E-Ruder fahren müssen, in irgendeiner Form, um dann hier rüber zu kommen, da fährt ja unten der Zug durch, ne? Genau. An das Gleis müssen wir quasi in den Tunnel ran. Da könnte man ja hier drüben auch raus und das wieder anschließen. Das wird auch noch ein Spaß jetzt. Also werden wir wohl die Folge doch damit verbringen. Da reichen zwei. So. Gleise. Auch gar nicht so auf Geschwindigkeit achten. Die Züge sind man eh nicht schnell auf dieser kurzen Strecke. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da vernünftig reinkommen. Genau. Das sieht gut aus. Dann sind wir da jetzt schon mal angeschlossen. Hier noch die Kreuzweiche, bevor wir sie nachher vergessen. Die brauchen wir natürlich auf beiden Seiten. Die Signale hier zum Aus- und Reinfahren. Dann müssen wir jetzt hier hochkommen. Dazu müssten wir hier wahrscheinlich wieder raus. Wir könnten dann auch gleich mit dem Transport der Maschinenteile in diese zwei Städte fortfahren. Und auch nach Surprise. Wenn wir das in die Richtung gleich wieder rausbauen. Dazu wären wir jetzt aber nicht hier hoch, sondern müssen wahrscheinlich über diesen Bereich hoch. Das wird jetzt ein bisschen lustig, das zu bauen. Ich nehme dazu das mittlere. Schon mal in den unteren Bereich reingefahren. Wir fahren hier wieder raus. Neunzig sollte reichen. So, haben wir auch gleich die Signale und jetzt müssen wir die bloß noch miteinander verbinden. Mit der Hoffnung, dass er das macht. Er macht nämlich ganz nett. Sind da gar nicht in der Richtung.
schon runter. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist. Er kommt nicht schnell genug hoch. Die Wärme, wo so ein Lichtchen Kreis fahren müssen, um hochzukommen. Ich sehe, es ist bloß ein halber Kreis, den wir brauchen. Das ist noch anders realisiert. Das ist jetzt das innere Gleis. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier rankommen. Noch nicht ganz. Nee, das will doch nicht so. Zum Glück ist Geld nicht unser Problem. Schon mal fast ein Tunnel abreißen. Speichert gerade. Und der Zug hier hinten auch mal ein bisschen raus. Dort unten. So, jetzt müssen wir den Bereich natürlich hier noch ein bisschen hinbekommen.
Okay, dann gehen wir hier mit rein. Und hier im Tunnel machen wir dann die Kreuzweiche. Die Signale. Hier ist der Bereich, wo wir schön rausfahren. Mal kurz. Hier geht es sehr steil hoch, das heißt, hier müssen wir ziemlich viele Signale setzen, dass wir zumindest die Strecke hinten freigeben. Hier setzen wir auch noch eins in die Mitte. Und dann hätten wir das angeschlossen und könnten auch direkt die Waren wegbringen. Wenn man jetzt hier guckt, sieht man eigentlich nur den Bereich hier. Da würde ich jetzt nochmal mit dem Geländetool ein bisschen anpassen, dass es nicht ganz so aussieht, als ob das alles irgendwie hingeklatscht ist. Hier nochmal auf der Seite. Nun ergibt das alles mehr am Bild. Und wir haben jetzt eine riesen Transportstrecke gebaut. Was heißt riesig nicht, aber sehr kompliziert. Um zumindest schon mal die Stahlträger hierher zu bringen. Jetzt bräuchten wir natürlich noch das Holz. Aber dazu würde ich jetzt erstmal anfangen, hier schon mal die Kohle herzubringen und das Eisen, damit die Produktion schon mal anfängt. Und dazu stellen wir jetzt die neuen Linien her. Einmal von hier nach da. Das Ganze wäre Güter. War das für PK? Wir wissen, wie dieser Bahnhof heißt. Colorado. Okay. Also nennen wir die auch alle Colorado. Das ist ja auch für die, ist ja auch in der Ecke. Güter. Colorado. Kohle 1. Dann eine neue Linie. Von hier nach da. Das wäre Güter Colorado Kohle 2. So, Bladen Hayward. Stellen wir gleich ein, das machen wir bei der anderen hier auch gleich. Und entladen hier Kohle. Dich in Lauderdale mit Kohle und entlädst die hier. So, dann jetzt noch die Eisenbergwerke. Von hier nach da. Güter Colorado Eisen 1. Du belädst dich in St. Petersburg, Nord, mit Eisen und entlädst dich hier mit Eisen. So, dann kommt eine weitere neue Linie von hier unten, das ist die
müsste auch funktionieren. Sprach er. Ah, ist irgendwo eine Kreuzweiche nicht richtig gesetzt. Das kriegen wir aber noch hin. Güter, Eis in Colorado. Colorado, Eisen 2. Das liegt bestimmt hier an dem Bahnhof. Ja klar. Er ist nur an der einen Seite verbunden. Das kriegen wir aber hin. Beziehungsweise fehlt hier die Kreuzweiche. Ne, die ist da. Das werden wir hier ein bisschen überarbeiten. Und auch die Signale wegnehmen. Und machen das ähnlich wie im Turbo. Ne, aber lang war das. In die andere Richtung. So. Das zweite hier mit dran. Hier geht jetzt hier rein. Genau. Dann können wir hier hinten die Kreuzweiche noch bauen. Könnte eigentlich hier einfach nur in der Mitte sein, ne? Bauen wir hier noch die Kreuzweiche hin. Tunnel. Dann kann er da hochfahren. Hier fehlt noch die Kreuzweiche im Tunnel, ne? Kann das sein? Die funktioniert zumindest nicht. Irgendeine Kreuzweiche funktioniert nicht. Hier könnte... Lass uns die nochmal nehmen. Warum? So, von der Seite her passt alles. Und hier haben wir auch eine Kreuzweiche, ne? Ja. Liegt hier an dem Tunnel drin, ne? Ist hier irgendwas? Sieht eigentlich aus, dass es so gut ist. Will ich mal was testen, wenn wir mal eine andere Strecke herstellen. Nur mal testweise. Von hier nach da. Dann fährt er auch einseitig. Okay. Komisch aus. Schwierig, einen Tunnel zu bauen. Man sieht nicht genau, was man macht. Thank you.
Eine Seite will immer nicht. Aber das sollte jetzt eigentlich mit der Linie nichts geändert haben. Irgendwo hier stimmt was nicht. Jetzt find das mal. Der Tunnel sieht hier ganz gut aus. Ich jetzt raus. Da fährt er rein. Oh, war da mir richtig schlecht dabei. Signale. Der fährt's da rein. Ah, da steht ein Signal verkehrt rum. Jetzt soll es passen. Ja, ein Signal falsch gestanden. Ich den Bereich ja gerne nochmal ein bisschen anders machen, das gefällt mir so nicht. Die Kreuzweiche bauen. So, jetzt die Signale noch. Erzähl doch nicht, das ist jetzt nicht die Steigung zu. Das will ich jetzt die Folge noch bauen, die Kreuzweiche, und dann setzen wir halt nächste Folge die Züge aufs Gleis. Also das mit dieser Steigung, das ist echt. Sehen wir doch nicht, dass da die Steigung zu groß ist. Es ist doch eine ganz normale Strecke. Pass. Perfekt. Das soll es dann für die Folge gewesen sein. Und in der nächsten Folge hoffe ich dann endlich tatsächlich die Züge aufs Gleis setzen zu können. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.